Peace, ihr Melonen, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Wir haben zuletzt Rex Goodman, den besten Schauspieler der Gegenwart, da oben aus dem Turm gerettet und Strong war mit ihm eingeschlossen. Und Strong möchte mit uns auf Reisen gehen, und zwar um die Milch der Menschenliebe zu finden. Ja, hört sich gut an. Da steht ein Velociraptor. Ich habe schon Hallus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal weitermachen, wir haben ja hier echt noch super viel. Gehen wir mal nach Sanctuary Hills. Erstens, weil ich Sehnsucht nach Doc Meat habe. Zweitens, weil ich meine Powerrüstung reparieren will und ein paar Sachen ablegen will und so ein bisschen Ordnung schaffen will. Ihr versteht. Ja, da muss mal ein bisschen Ordnung geschaffen werden. Ich muss meine Minigun auch wiederholen und ach. Kate ist bestimmt auch sauer. Oh mein Gott, wir hatten gerade so ein gutes Verhältnis und jetzt schicke ich sie weg. Aber so läuft es manchmal im Leben. Manchmal trifft man Leute und die verändern alles. Wie Strong. Ja. Waffe können wir weglegen. Leute, der Supermutant gehört zu mir. Ist alles okay. Ist Strong? Der hat so einen eloquenten Blick. Strong. Strong. Du machst den Menschen Angst. Lauf da nicht einfach hin. Immerhin regnet es nicht. Wo ist Doc Meat? Doc Meat, wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Wo ist denn mein Schatzi? Ich muss mir meine Hundehütte bauen. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Und die Klappe. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Nein. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Interessiert mich nicht. Wo ist mein Hund? Hundi, 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 Hundi. Ich habe dir doch noch Sanctuary Hills geschickt, oder? Hundi, 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 Hundi. Und wo zum Teufel ist Kate? Wo sind die für gewöhnlich? Ich bin so gespannt, ihn zu sehen. Hug me. Der Psycho. Wo ist mein Hund? Ich vermisse ihn. Und wo ist Cotsworth? Halloween. Wo sind die alle? Kate, Gott, Cotsworth und mein Hund. Oder Sanctuary Hills, was anderes? Nö, ne? Da ist Cotsworth. Habe ich noch meinen Hund. Und Kate. Bin ich glücklich. Glücklich! Oh. Weg da. Meat. Du bist sauer auf mich. Er hat mir nicht verziehen, dass ich ihn weggeschickt habe. Stimmt. Doc Meat, es tut mir leid. Ich liebe dich immer noch. Was für ein Hund. Trocknet der Bammer. Verdammt nochmal, ja. Waffenlose Nahkampfangriffe verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Mensch, warum du ansehen Wörter? Was sie dir sagen? Neue Erkenntnisse, Strong. Neue Erkenntnisse. Das ist doch hier mein altes Haus, oder? Da müsste Doc Meat nicht hier sein.
Und ist tatsächlich nicht da. Dogmeat. Hab ich die woanders hingeschickt? Leute, ich hab die doch nach Sanctuary Hills geschickt. Beide, oder? Dogmeat. Baby. Wo bist du? Wo sind die? Das macht mich jetzt ziemlich traurig. Hier war ich doch schon drin, oder? Voll die quadratischen Augen. Müsste eigentlich eine Brille tragen. Das wäre besser. In Ordnung? Alles okay, Junge? No. Keine Sorge, Dogmeat. Ich wollte nur Hallo sagen. Hm, dir geht's gut, Baby. Ihm geht's gut, schön. Fist sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Ja, ich bin getötet, Strong. Oh, Baby. Hi. Ach ja, Hunde sind toll. Aber leider auch viel Verantwortung, weswegen ich im Moment auch keinen Hund habe. Und wo ist Kate? Okay, Dogmeat hat einen Hund, dann brauche ich ihm keine zu bauen. Mhm. Aber warte mal, Dogmeat, kann ich mit ihm handeln? Warte, Dogmeat. Hey! Hey! Tauschen. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Ja. Okay, gib mir die Sachen mal her. Wo packe ich die denn dann hin? Mir hat nämlich jemand den Tipp gegeben, die ganzen Sachen einfach irgendwo zu lagern. Ja, alles. Und das ist eine gute Idee. Dann habe ich zentral irgendwo... jetzt muss ich noch Kate finden. Ja, ich weiß, ich bin jetzt ultra langsam. Ich überlege, wo ich das hinlege. Am besten da, wo diese Waffenbanken und alles sind. Kennt ihr das immer, wenn in Filmen irgendwas dramatisch in Zeitlupe abläuft? Kommt diese Musik. Ich frage mich, wo Kate ist. Ob sie hier auch so Gartenarbeit macht oder so. Passt überhaupt nicht zu ihr. Aber die muss ich mir auch mal vorknüpfen. So ist richtig. So, ich werde das hier irgendwo in dem Haus abladen. Beziehungsweise ich mache jetzt erstmal die Powerrüstung. Jetzt habe ich so viel Sachen. Ich das hier reinpacken? Ich pack das da oben rein. So. Mal aussteigen. So, reparieren. Wir fangen oben an. So, kann ich jetzt hier irgendwas noch modifizieren? Modell B war... Zurück. Das ist eine Bemalung, okay. Ja, das ist... Oh, hier könnte ich keine X-Tron. Ja, mach mal. Habe ich das jetzt hier gemacht? Tatsächlich. Fangen wir mal oben an. Ja. Okay, hier habe ich jetzt nichts mehr. Das ist schon Modell B.
Das auch, das auch. Okay. Okay. Perfekt. Ich bin wieder ein Hai. Kleiner Hai. Dim, dim. Cake müssen wir noch finden und ich will jetzt nochmal so ein bisschen Waffen und so ein paar. Wie schön. Mensch sehen aus wie Roboter. Ach, halt doch die Klappe. Was ist hier? Werkstatt. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Ja, ja. Verstehe schon. Was ist das hier nochmal? Kornischutz. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ach, warte mal. Die kann ich ja eigentlich auch verwerten. Das sind Zellen, ne? Hier auch. Die ist sogar besser als das hier. Kann ich die verwerten? Natürlich kann ich sie nicht verwerten. Egal. Was? Ich habe das nicht angenommen. Kann ich hier Sachen verwerten? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, dann lass das. Lass mich raus. Gibt's hier nicht auch eine für... Brauchst du was? So eine für... Rüstung? Was ist hier auf meiner Tastatur? So für Rüstung, um die zu verwerten? Hm. Oder geht das einfach so? Ich vergesse das immer wieder. Ist mir einfach zu kompliziert. Ja. Oh Gott, das Kleid, wo bin ich das denn her? Hm. Kampfrüstung, rechtes Bein, das ist wie Kampfanzug. Das ist hier und das ist der rechte Arm. Was habe ich denn am rechten Arm? Das hier, 10, 15. Also Kampfrüstung, rechtes Bein, den haben wir. Sonnenbrille und Helm. Rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Oder rechter Arm haben wir auch, ne? Rechtes Bein. Dit. Mhm. Den Rest können wir eigentlich mal weghauen, aber ich weiß nicht, wie das steht oder wo ich das machen kann. Waffenwerkbank geht das ja nicht. An der Werkstatt auch nicht. Gibt es hier nicht so ein... Ja. Ganz fair, wir packen jetzt einfach mal was rein. Fatman, Impulsmine gucken. Powerfaust, sowas. Ja, Waffen lassen wir aber nicht hier. Ah, so ein paar cool. Questgegenstand. Ah, das ist ein Questgegenstand. Ja, super. Das kann ich verkaufen, wenn ich irgendwo einen Verkäufer. Hier, wo gibt es eigentlich Verkäufer? Das hier. Wo ist denn die Grognack? Das können wir auch verkaufen. Den Ehering lassen wir auch mal hier. Ja. Das nehmen wir alles mit. Das ist okay. Diverses.
glaube, das wiegt alles nichts. Dann können wir es auch mitnehmen. Okay. Schrott. Ja, das lassen wir mal alles hier. Ich hoffe, das stört euch gerade nicht, dass ich so ein bisschen aussortiere, aber irgendwie gehört das ja auch zum Spiel dazu. Und ja, was ich erlebe, dürft ihr auch erleben, ne? Oh, nein, das nicht. Abbrechen. Ja, alle 10. So. Wie immer rüberladen. Und jetzt müsste ich noch Kate finden und eine Waffen, also so ein für Rüstungswerkbank heißt es, glaube ich. Aber es gefällt mir nicht. Warum bin ich denn überladen? Achso, ja. Warte mal. Ey. Was geht? Was soll denn kaputt? Ja. Du kriegst ein bisschen was von mir. Das auf jeden Fall. Und die Powerforce kannst du auch haben. Und? So. Kümmere dich gut um deine Waffe. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Schrank. Habe ich nicht schon mal irgendwo was versteckt? Ich weiß es bestimmt nicht mehr. Ich habe schon irgendwo einen Vorrat. Ein größer als Strong Wissen. Mhm. Sturges. Was ist los? Irgendwo auch eine Dingsbank. Eine Rüstungswerkbank, oder? Leute, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir sagen, wo die Rüstungswerkbank ist. Es gibt doch bestimmt eine. Ups. Sicherlich irgendwo. Oder muss ich eine bauen? Warte mal, wir gucken mal. Das war's. Irgendwann erzähle ich dir mal alles. Holz? Holz? Heavy. Alter, ein bisschen Beschreibung wäre schon gut. Achso, warte mal. Nee, ich würde gern. Baby, hier. Kochherd, Kochstation. Ich brauche. Rüstungswerkbank. Okay. Zahnradschraube Aluminium. Das kann ich noch nicht, oder was? Mama Murphy. Können wir uns unterhalten? Ich weiß nicht, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nicht. Oh, hier ist noch eine. Kann ich hier was? Und jetzt mal gucken. Hä, jetzt habe ich keinen. Oh, habe ich jetzt was verkauft, was ich nicht hätte verkaufen sollen? Ah ne, hier. Rechtes Bein. Linker Arm. Ja. Läuft. Aber warte mal. No! Ich hab die blöde Aluminiumdose genommen.
So, Leute, wir sind richtig flink unterwegs. Noch Kate finden und dann haben wir's. Endlich mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Und wir brauchen eigentlich einen Händler, wo wir es verkaufen können. Ich glaube, hier gibt es keinen Sanctuary. Strong brauchen keine Power-Rüstung. Ja, ja, du nicht. Du bist ja auch eine Melone. Nein, du bist ja auch aus strahlungsresistentem Fleisch. Ich nicht. Kate? Oh, da ist sie, oder? Die sieht aus wie Kate, die säuft. Nee. Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Ich würde dir so gerne. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Nö. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Ach so. Man kann niemandem kann vertrauen. Ich dir was verkaufen? Habe ich das richtig? Ich will nur ein bisschen handeln. Ich kann bei dir was lagern, ey. Wo ist. Jetzt brauche ich Kate. Aus dem Weg. Oh. Es rugelt. Kann ich mit dir was handeln? Hey. Ich will nur ein bisschen handeln. Nee. Was ist los? Ach, da oben steht Preston. Prestone des Todes. Ich brauche Kate. Die hat noch eine Minigun von mir. Das war eine verbesserte. Oh. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Meine Energie? Hör auf damit. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt, aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Mhm. Hier, bitte. Hier, hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Nein. Oh, das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Du suchst nach einem Mann. Er kann dir helfen. Aber er wird nicht der Mann sein, den du erwartest. Er ist an einem tiefen und finsteren Ort. Umgeben von Menschen mit grausamen Absichten. Yep. Aber es gibt ein Echo. Etwas in der Vergangenheit, das dir helfen kann. Wenn du den fetten Mann und die wütende Frau triffst, sag ihnen, denkt an den Steinbruch und Lily June on the Rocks. Dann lassen sie dich und deinen Freund passieren. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Okay, die Junkie-Frau hat uns gerade wirre Sachen gesagt. Den Mann, den ich suche, finde ich an einem finsteren, dunklen Ort. Yep, das ist mein Metier. Und wenn ich den fetten Mann und die wütende Frau treffe, soll ich irgendwas von June on the Rocks oder sowas erzählen? Und dann lassen sie mich durch. Gut. Weiß Bescheid. Verwirrte Frau. Super. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Interessiert mich nicht. Eigene Probleme. Such dir einen, hier sind genug Stühle. Darf sie das? Ja, sind nur Pixel. Hier wird auch ohne einen Stuhl auskommen. Ich suche Kate. Kate hat meine Minigun. Ich will die verwerten. Stimmt, weil nachts sitzt Kate irgendwo im Bett. Ach, die Heulsuse, da will ich jetzt gar nicht hingehen. Ist
denn die gute Kate? Hey, Kotzi. Hast du Kate gesehen? Ich habe die hier noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wo ich schon alles durch habe. Dogmeat haben wir ja gefunden. Kate sitzt doch gerne rum. Melonen. Meloneneis. Der Psycho geht umher. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Murf. Doch. Ehrlich gesagt schon, such den eigenen Stuhl. Kate. Vielleicht ist Kate noch gar nicht hier. Vielleicht läuft die noch. Always on the run. Alle laufen sie herum, aber Kate ist nicht da. Ich komme echt ein bisschen blöd vor, ne? Nicht viele Supermutanten. Was für eine scharfsinnige Beobachtung. Das ist wieder diese unfreundliche Ische. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Mhm. Ja, auch so. Wer ist sie da, wo Dogmeat ist? Ich reiß bald alle Häuser ab. Einfach damit ich nicht mehr suchen muss. Okay, das ist Dogmeats Haus. Wie sich das anhört. Da wohnt Dogmeat, mein Hund. Ein eigenes Haus für dich. Mir, hast du Kate gesehen? So eine struppige, raue Schale. Im eigentlich weichen Kern. Das ist diese Marcy, ne? Ja, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass sie noch gar nicht hier ist, weil sie noch unterwegs ist, so echtzeitmäßig. Aber das weiß ich nicht. Sorry, dass ich hier gerade so rumsuche, aber ich suche gerade halt. Wie geht der Fernseher oder was? Da leuchtet so. Ah, Kate! Kann's kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört. Ach, du bist auch so ein Meckerer. Ich hab nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Hi. Bereit, wieder aufzubrechen? Nein. Tauschen. Ich will nur ein bisschen handeln. Sehe ich vielleicht aus wie in der Bank? Oh. Hey, du hast meine Sachen. Mensch, zu schwach. Können nicht alles tragen. Ja, dann komm mal her. Hey! Was? Wie? Oh, meine Waffen, das war schon richtig. Die hat 8272. 8272, das ist doch gleiche. Hm? 27,4, das ist das gleiche.
Dann kann ich die ja weghauen. Den Junkjet kannst du nochmal nehmen. Raketenwerfer. Kannst du auch nehmen. Die Minigun kommt weg. Würde ich gern verkaufen oder verwerte ich einfach? Ich verwerte die. Na komm. Und dann sind wir fertig damit. Halleluja, Halleluja. Frühjahrsputz muss auch mal sein. Das ist Fallout. Oh, immer dieses Ausziehen der Powerrüstung. Was baust du da? Essstäbchen. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Na ja, das ist immer wieder ein Fehler. So, ich bin leicht wie eine Feder. Und jetzt kann es aufgehen zu was auch immer. Ich weiß nicht, was wir jetzt nächstes machen wollten. Ich bin noch so viel offen, ey. Ja, den Außenposten, das hier, das könnten wir als nächstes machen. Das könnten wir als nächstes machen. Zeig mir das mal. Einfach mal hinreisen. Läuft. Mein linker Ellenbogen knackt so oft, ob das so gesund ist. Ich bin im knackigen Alter. Allgemein knacken meine Knochen sehr oft, glaube ich. Auch meine Knie. Und mit dem Fußgelenk unten kann ich sogar immer provozierend. Was hat Strong nicht gefallen? Wo wollen wir hin? Nach unten, also da. Ach, wir sind wieder auf dem... Steht da wer? Nee. Wir sind hier wieder auf dem Dingspfad. Wir suchen jetzt diesen Connolly. Aber ich würde sagen, da das jetzt alles so ein bisschen länger gedauert hat, machen wir das vielleicht schon in der nächsten Folge. Ich weiß, es war jetzt... Niemand gemerkt. Na gut, wir gehen da noch hin in dieser Folge, ja, weil wir haben ja viel nur sortiert und so. Und das ist natürlich kacke. Aber es ist, gehört halt dazu. Ich kann ja nichts dafür... dass immer nur Action da ist. Neighbor. Hier mag ich es. Das sieht irgendwie lustig aus. Da müssen wir auch hin. Jo. Gehen da jetzt noch rein und gucken uns das noch an. Die Tipps sind immer sehr hilfreich. Oh. Daisy's Discounts. Guns, Guns, Guns. Kill or be killed. Strong. Ich weiß nicht, ob die Leute dich so akzeptieren. Kommst du bitte zurück? Sei mal nicht so forsch. Wer ist das? Finn. Ein schöner Name.
Clio. Die sehen alle aus, als wären die nicht menschlich. Nachbarschaftsware. Nein, das wollte ich gar nicht. Was das hier ist und wer Connelly ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Beam.